Volle Einkaufsstraßen und jede Menge Radfahrer auf Sylt. Viele von ihnen steigen in der Fußgängerzone nicht wie vorgeschrieben ab. 26 Unfälle gab es dieses Jahr schon wegen rücksichtslosen Zweiradfahrern. Deshalb führen Polizei und Ordnungsamt in unregelmäßigen Abständen Kontrollen durch. Bis zu 30 Euro kann es Radfahrer kosten, durch eine für Fußgänger gekennzeichnete Zone zu fahren. Ein weiteres Problem: bei der Masse an Autos, Fußgängern und Radfahrern gibt es gerade in der Saison sehr viele Verkehrsteilnehmer. Das innerstädtische Radwegekonzept stößt nach Angaben der Verkehrspolizei dabei an seine Grenzen. Am kommenden Sonnabend eröffnet Katharina Herold offiziell ihre Galerie in Keitum. Die Tochter des Kampener Galeristen-Ehepaars präsentiert in der Bahnhofstraße 4 Malerei des späten 19. sowie des 20. Jahrhunderts. Abgerundet wird das Angebot durch Keramik und Schmuck. Die Galerie kann ab sofort täglich von 11 bis 18 Uhr und sonntags ab 12 Uhr besucht werden. Von Hörnum nach List schwimmen, das will dieser verrückte Extremsportler aus Stuttgart. Wenn das Wetter mitspielt, wird Martin Zschäpe heute Vormittag am Hörnumer Oststrand ins Wasser springen und die komplette Westküste entlang bis in den Inselnorden schwimmen. Der Lokalredakteur der Stuttgarter Nachrichten hat schon an vielen Wettbewerben teilgenommen und sucht auf Sylt nach einer neuen Herausforderung. Rund 30 Kilometer lang wäre die Strecke entlang der Westküste. We'll be right back.